das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken. Hallo und herzlich willkommen an diesem Tag 2 der neu geschaffenen Tatsachen. Heute hat der russische Präsident Putin klargestellt, dass er eine Unabhängigkeit der Separatistengebiete großflächig anerkennt. Über die bisher besetzten Regionen hinaus. Und alle Welt schaut auf die Panzer. Wo stehen sie? Wie bewegen sie sich? Die Wahrheit ist für uns schwer zu überprüfen. Auf diesem Bild zum Beispiel befinden sich russische Panzer noch auf russischer Seite in Rostow am Don. Aber ob sie da immer noch stehen, wie sie sich bewegen, das können wir nicht genau sagen. Es gibt Berichte über Militärbewegungen an der ukrainischen Grenze jenseits der Separatistengebiete. Wenn das stimmt, wäre das kein gutes Zeichen, genauso wie es kein gutes Zeichen ist, dass der ukrainische Präsident Selenskyj am Abend Reservisten an die Waffen gerufen hat. Eine Teilmobilmachung, wie es heißt. Wir fassen Ihnen die Ereignisse des Tages zusammen. Russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Nach unbestätigten Angaben sollen Militärfahrzeuge und schweres Gerät unterwegs sein, die nun von Russland anerkannten Separatistengebiete. Er strebe nicht die Wiederherstellung eines russischen Großreiches an, erklärt Russlands Präsident Putin am Mittag bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef Aliyev. Und am Abend auf einer Pressekonferenz: Das Minsker Abkommen war schon lange tot. Lange vor der gestrigen Anerkennung der Volksrepubliken des Donbass. Und das geht weder auf unser Konto, noch das der Vertreter dieser Republiken, sondern auf das Konto der Machthaber in Kiew. Hier im Jekaterininski-Saal im Kreml hatte Putin gestern mit den Separatistenführern aus Luhansk und Donetsk den Bündnisvertrag unterzeichnet und damit den Konflikt weiter eskaliert. Der Vertrag umfasst auch militärische Hilfe. Alle Verantwortung für mögliches weiteres Blutvergießen wird vollständig das Gewissen jenes Regimes belasten, das das Territorium der Ukraine regiert. In Kiew Krisenmodus. Die Ukraine hat einen ranghohen Diplomaten aus Moskau zurückbeordert. Präsident Selenskyj erklärt: Ich habe die Anfrage des Außenministeriums erhalten, um die Frage des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen mit Russland zu prüfen. Und im russischen Föderationsrat fällt eine weitere wichtige Entscheidung. Die 153 Mitglieder stimmen in einer Sondersitzung für den Einsatz russischer Truppen und damit für einen entsprechenden Antrag von Präsident Putin. Und auch das sind genau genommen ukrainische Reaktionen auf die Worte aus Russland. Feuerwerk und feiernde Menschen. Dieses Bild ist aus dem Donbass. Wie kann das sein? Wir gucken uns diese Region mal genau an. Sie ist völkerrechtlich Teil der Ukraine. Und ein Teil dieses Teils ist bewohnt und besetzt von russischen Separatisten. Die, und jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, haben aber für viel mehr als für ihre abgespaltenen Regionen die Unterstützung Russlands eingefordert. Der Boden der umstrittenen Volksrepubliken umfasst nämlich auch Gebiete, die im Moment noch von der ukrainischen Armee gehalten werden. Und diese Tatsache macht auch einem geografischen Planspiel einen hochgefährlichen Konflikt. Der Donbass ist eine Region im Osten der Ukraine. Dazu gehören die Provinzen Donetsk und Luhansk, also die beiden Provinzen, die Russland gestern als unabhängig anerkannt hat. Seit 2014 werden Teile davon von aus Russland unterstützten Separatisten kontrolliert. Andere Teile des Donbass sind unter ukrainischer Kontrolle. Dazwischen verläuft eine vorübergehende Grenze, die sogenannte Demarkationslinie. Hier kommt es immer wieder zu Kämpfen. Im Donbass fühlen sich mehr Menschen Russland verbunden als in anderen Teilen der Ukraine. In den vergangenen Jahren hat Russland russische Pässe an die Bewohner der Separatistengebiete verteilt. Die Hafenstadt Mariupol liegt im von der Ukraine kontrollierten Teil des Donbass. Ob Russland sein Militär auch hierhin schicken will, ist unklar. Sollte das passieren, dann würden wohl russische und ukrainische Truppen aufeinandertreffen. Die militärische Lage könnte weiter eskalieren. Und auf weitere Eskalationen stellen sich auch die USA ein. Das konnte heute Abend jeder hören, der den US-Präsidenten bei seiner Ansprache gesehen hat. Claudia Buckenmeier in Washington. Was hat Joe Biden gesagt? Wie brisant schätzt er die Lage denn ein?
Also ich hatte den Eindruck, dass er sie nach wie vor sehr brisant einschätzt. Er hat ganz klar gesagt, er glaube, dass Putin, dass Russland einen massiven militärischen Angriff auf die Ukraine plane. Er hat dann hinterhergeschoben, dass er hoffe, dass er damit falsch liege. Aber alles deutet darauf hin, dass Putin die Situation weiter eskalieren würde. Gleichzeitig hat er dann immer wieder betont, man bleibe offen für Diplomatie. Aber wo dieser Raum für die Diplomatie konkret sein soll, das ist mir heute nicht mehr wirklich klar geworden. Und jetzt vor ganz kurzem hat dann auch die Regierungssprecherin Psaki bestätigt, dass es dieses Treffen, von dem immer wieder geredet wurde, zwischen Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin in nächster Zeit definitiv nicht geben wird. Das war eine ganz klare Absage. Es sei momentan nicht die Zeit für so etwas. Ja, und was haben die USA gesagt? Wie geht es denn jetzt weiter, was Sanktionen oder auch Militäraktionen angeht? Ja, es gibt Sanktionen, die wurden heute verkündet, unter anderem vor allem gegen Finanzinstitute, also gegen zwei gewichtige russische Banken, die eng mit dem Kreml und dem russischen Militär verbunden sind. Die werden jetzt ganz klar in ihren Finanzgeschäften blockiert. Man will versuchen, Russland weitestgehend vom europäischen und US-amerikanischen Kapitalmarkt abzuschneiden. Dann hat man Sanktionen gegenüber Führungsmitgliedern der russischen Elite verhängt und ihren Familienmitgliedern. Das hat US-Präsident Biden so begründet, dass er gesagt hat, diese Menschen sollten den Schmerz spüren, was es bedeutet, einen Präsidenten wie Putin zu unterstützen. Das war also ganz konkret gegen bestimmte Personen gerichtet, vielleicht in der Hoffnung, dass sie dann wiederum Druck auf den russischen Präsidenten ausüben könnten, dass er doch wieder bereit zu Verhandlungen ist. Außerdem hat Biden dann auch noch eine Verlegung von US-Truppen in die drei baltischen Staaten verkündet. Das sind allerdings Truppen, die bereits in Europa stationiert sind. Die werden nur stärker in den Osten des NATO-Gebiets verlegt. Außenminister Blinken hat sich am Abend auch noch getroffen mit seinem ukrainischen Kollegen. Können Sie sagen, was daraus gekommen ist? Na, das Wichtigste kam gleich vorab. Das hat man sich die letzten Tage immer wieder gefragt, ob denn dieses Treffen, was geplant war für Donnerstag in Genf, zwischen Blinken und seinem russischen Kollegen Lavrov denn stattfinden würde. Dem hat er heute eine Absage erteilt. Das sei in der momentanen Situation überhaupt nicht denkbar. Das würde überhaupt nichts bringen. Ansonsten hat er ähnlich wie US-Präsident Biden die Ukraine immer wieder der Unterstützung versichert in den unterschiedlichsten Bereichen, militärisch, humanitär, finanziell, wirtschaftlich, gerade auch wenn es wirtschaftlich in der nächsten Zeit eng werden sollte für die Ukraine, da stehe man an ihrer Seite. Das war ganz eindeutig. Ich hatte aber ein bisschen den Eindruck, als ob der ukrainische Außenminister nicht immer ganz glücklich damit war. Er sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen deutlichere Sanktionen gewünscht hätte. Aber das hat er in Worten nicht wirklich durchblicken lassen. Das war eher so etwas zwischen den Zeilen. Ansonsten hat er Amerika sehr gelobt. Wir sind dann auch mal gespannt, wie Joe Bidens Sanktionen der Wellen dann in Zukunft aussehen. Wir gucken dann natürlich weiter drauf. Dankeschön, Claudia Buckenmeier. Ja, die Erwartungen an die USA, die sind sehr groß, ebenso wie an die EU. Demonstranten vor der russischen Botschaft in Kiew, hier, die forderten nichts weniger, als dass alle zusammen Putin stoppen sollen. Aber wie? Darüber machen sich die EU-Staaten ja seit Wochen Gedanken, gemeinsam, entschlossen und schnell. Das sollten die Kriterien für Sanktionen und Reaktionen sein. Und nach der ersten Überraschung gestern Nacht kam dann heute die Antwort. Einen Tag nach den dramatischen Entscheidungen in Moskau ringt Europa um Fassung. Der Kreml gefährde den Frieden und die verstörende Rhetorik Putins sei ein Alarmzeichen. Europa steht derzeit nur einen Schritt vom Krieg entfernt. Das Gerede, dass die Ukraine ein künstlicher Staat sei oder Russland bedrohe, das sind schlicht Märchen. Doch wie soll man jetzt reagieren? In Brüssel schlägt die EU-Kommission heute schnell erste Sanktionen vor. Russland hat diese Krise mutwillig ausgelöst. Und wenn der Kreml diese Krise weiter eskaliert, dann werden wir nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Zunächst soll es Einreise- und Kontosperrungen geben für hunderte Abgeordnete, Militärs und Politiker, die an den russischen Entscheidungen beteiligt waren. Dazu Sanktionen gegen Banken, die im Donbass zum Beispiel das Militär finanzieren. Der Zugang Russlands zum EU-Kapitalmarkt soll beschränkt werden, der Handel mit den sogenannten Volksrepubliken gestoppt.
Die EU-Außenminister stimmten diesem Paket bereits zu. Die Sanktionen sind aber nur ein kleiner Teil dessen, was die EU vorbereitet hatte, für den Fall einer Invasion. Eine sogenannte Friedensmission auf ukrainisches Gebiet zu senden, ist aber eine klare Eskalation der russischen Aggression gegen die Ukraine. Das sieht auch die NATO so. Sie warnte am Abend, Russland plane einen groß angelegten Angriff. Diese neue Lage hat natürlich auch den Druck in Deutschland erhöht, sich jetzt ganz klar in Sachen Gaspipeline zu äußern. Das Wort, das Olaf Scholz in den letzten Wochen partout nicht in den Mund nehmen wollte, Nord Stream 2. Das deutsch-russische Projekt ist heute offiziell erstmal auf Halt gesetzt worden. Scheitert es endgültig, dann träfe das sowohl Deutschland als auch Russland. Aber die Frage ist natürlich, ob das überhaupt noch Einfluss auf Putins Entscheidung hat. Stopp Putin, stopp den Krieg steht auf ihrem Banner. Es sind gleich mehrere Gruppen, die sich da am späten Nachmittag vor der russischen Botschaft in Berlin einfinden. Die Waffen nieder, fordert die Linke. Sanktionen gegen Russland jetzt, die jungen Liberalen. Am Mittag im Kanzleramt Besuch aus Irland. An anderen Tagen liefern solche gemeinsamen Auftritte vor Kameras kaum mehr als allgemeine Worte. Heute statt Höflichkeit Härte in Richtung Moskau. Scholz sagt, es gelte eine Katastrophe, einen Krieg abzuwenden. Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten. Übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Scholz kündigt eine Entscheidung an, die wochenlang im Wirtschaftsministerium vorbereitet worden war. Der Pipeline-Betrieb aufgeschoben. Für immer? Da kann keiner jetzt hier eine Vorhersage machen. Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte. Die Pipeline-Pausentaste in vielen EU-Staaten, auch in den USA, hatte man sich ein solches Signal schon viel früher gewünscht. Jetzt ist es ausgesprochen. In Mecklenburg-Vorpommern, wo die Pipeline in Deutschland ankommt, gemischte Reaktionen. Ich finde es grundsätzlich richtig. Also wir können uns nicht so abhängig machen, ne? Von so einem, man muss ja schon fast sagen, Aggressor, was Putin jetzt nahezu ist. Wenn der Russe sich nicht an die Abmachung hält hier, ja, das ist richtig. Ja, irgendwie müssen wir den ja zur Raison bringen. Wovon sollen wir heizen? Wovon sollen wir kochen? Wenn das alles abgeschaltet wird? Scharfe Kritik an der russischen Entscheidung beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Aber auch Sorge über die Folgen. Sanktionen, Krieg, gar nicht gut. Gerade wo es doch mit Russland prima läuft. Wir haben im letzten Jahr über 30% Wachstum in unserem bilateralen Handel. Umso bedauerlicher und tragischer sind jetzt diese politischen Probleme. Die ganze Konsequenz ist jetzt noch nicht nachvollziehbar, aber auf jeden Fall sind diese politischen Unsicherheiten Gift für die Wirtschaftsbeziehungen. Im Senegal sagt der Bundespräsident wenig beruhigende Sätze. Ist die Spitze der Eskalation erreicht? Das könne er nicht beurteilen, sagt Steinmeier. Zu befürchten ist, dass wir das Ende jedenfalls noch nicht erlebt haben. Es sind Zeiten der Unsicherheit in der Politik und in der Wirtschaft. Das ist wohl so. Kommen wir zu einem Thema, das Deutschland seit 2 Jahren umtreibt. Das ist die Belastung der Menschen, die jeden Tag versuchen, uns durch die Pandemie zu retten. Pflegerinnen und Pfleger, die im Gegensatz zu den meisten anderen immer wieder mit eigenen Augen sehen, was das Coronavirus anrichten kann. Ihre Belastung oder eben auch Entlastung ist bis heute die Rechtfertigung für weitreichende Einschränkungen und Schutzmaßnahmen. Oft ist in diesen 2 Jahren ihre Arbeit mit Worten und manchmal auch mit Applaus gewürdigt worden. Dann wurde aber schnell klar, dass Klatschen alleine nicht reichen wird, um Menschen in diesem aufreibenden Job zu halten. Deshalb wurde seit 2020 ein einmaliger Corona-Bonus gezahlt. Dabei gab es von Anfang an Streit darüber, wie viel Geld es denn sein sollte, wer überhaupt Anspruch drauf hat. Dann kam die neue Bundesregierung und die will nochmal nachlegen. Insgesamt 1 Milliarde Euro, so steht es in einem Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums. Ab Juni soll das Geld gezahlt werden. Und auch der Bundespräsident war heute in Sachen Corona unterwegs. Frank-Walter Steinmeier ist im Senegal und will sich dafür einsetzen, dass in Afrika bald selbst Impfstoff produziert werden kann. Die Menschen dort dann unabhängiger sind von Importen, die in den vergangenen Jahren ja viel zu selten in Afrika angekommen sind. Das Institut Pasteur in Dakar. Seit Jahrzehnten medizinische Forschung, Seuchenüberwachung, ein Serum gegen Gelbfieber wird hier hergestellt. Bislang allerdings kein Corona-Impfstoff.
Institutsleiter Amadou Sall will das ändern. Die Pandemie, sagt er, hat gezeigt, wie schwierig die Lage ist. Es gab ausreichend Impfstoffe in anderen Ländern, aber keiner wollte teilen. Wir müssen daraus lernen, unser Schicksal in unsere eigenen Hände zu nehmen. Das gilt nicht nur für Corona. Bislang muss Afrika 99% aller Impfstoffe importieren. Nun will das Institut Pasteur auch mit deutscher Hilfe ein Gelände für Impfstoffproduktionen aufbauen. Baustellenbesuch des Bundespräsidenten. Der plädiert nicht für die Freigabe von Patenten, aber für die Produktion vor Ort. Dabei steht im Augenblick Corona noch im Vordergrund, das Covid-Virus im Vordergrund, aber es geht jetzt schon in den Gesprächen hier um neue Impfstoffe, insbesondere auch im Kampf gegen Malaria. Auch der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech will im Senegal mitmachen. Die Firma plant, Impfstoffe in Containern zu produzieren, die schlüsselfertig vor Ort aufgestellt werden sollen. Trotzdem, es brauche einen anderen Umgang mit Impfstoffpatenten, mehr Technologietransfer, fordern Fachleute und Hilfsorganisationen. Und zum Ende dieses Tages dürfen wir Ihnen noch diesen Mann präsentieren. Georges Apergis komponiert moderne Musik von der Oper bis zum Schlagzeug-Solo und hat heute einen Preis gewonnen, der auch als Musik-Nobelpreis bezeichnet wird. Der Ernst von Siemens Musikpreis, dotiert mit 250.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch an einen Griechen, der seine Heimat schon lange in Frankreich gefunden hat, sich aber musikalisch in keine Schublade stecken lässt. Ein Mann, der viel schweigt, wirkt konzentrierter. Ein Pianist, der aus Canettis Masse und Macht zitiert. Eine Streicherin, die singt. Situation nennt sich das Werk, uraufgeführt 2013 in Donaueschingen, komponiert von Georges Apergis, der am Abend mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet wird. Ein Komponist, der die Szene revolutioniert, der sich schneller Einordnung widersetzt. Insbesondere mit dem Umgang mit dem gesprochenen Wort, aber auch mit Gesang, mit dem Text, mit den Künstlern, ist er neue Wege gegangen. Und ich glaube, dass er auch ganze Generationen von jungen Komponistinnen und Komponisten beeinflusst hat und ihnen einen Weg gewiesen hat. Der Grieche Georges Apergis, 1945 in Athen geboren, die Mutter malt, der Vater ist Bildhauer. 1963 zieht er nach Paris. Hier lebt und arbeitet er heute noch. Seine Noten bringt er noch ganz altmodisch mit dem Stift auf Papier. Komponieren ist für mich Medizin. Es ist sehr wichtig für mich. Ich brauche es. Es ist mein Leben. Das Klangforum Wien, sein Lieblingsorchester. Für ihn mehr als eine Freundschaft. Die Musiker lieben die Herausforderung. Großartig. Wunderbar. Ja, wunderschön einfach. Wunderschön, ja. Georges Apergis hat er sich übrigens alles selber beigebracht, ein Autodidakt. Wilde Mischung passt auch zu unserem aktuellen Wetter. Wenn Sie aber sagen, dieses Wasser der letzten Tage, ich bin es jetzt leid, wir haben eine kleine Stimmungsaufhellung für Sie. An der See und auf den Bergen gibt es heute Nacht noch Sturmböen. Der Regen zieht sich immer mehr nach Süden zurück. In den Hochlagen fällt auch Schnee. Von Nordwesten lockert es gleichzeitig auf. Am Tag fällt an den Alpen noch etwas Regen oder Schnee, sonst durchweg trocken und im Laufe des Tages setzt sich immer mehr die Sonne durch. Im Erzgebirge am Tag um 5, am Oberrhein bis 13 Grad. An Nordsee und Niederrhein in der Nacht zum Donnerstag bis 6, im Bayerischen Wald bis minus 4 Grad. Das war das Nachtmagazin für diesen Dienstag. Gegen 2.55 Uhr hat Konstantin Schreiber die nächste Tagesschau für Sie. Kommen Sie gut durch die Nacht.